Hier stehen sie, die 6 Bienenvölker des Imkervereins Friedberg und Umgebung. Und heute wird mal geguckt, wie der Stand der Dinge ist. Es nieselt, von Bienen keine Spur. 10 bis 12 Grad und Sonnenschein wären ideal. Dann würden die Bienen ihre Kästen verlassen und zu ersten Flügen aufbrechen. Heute nicht. Wir gucken mal jetzt einfach so ins Volk. Das Wetter ist ja heute nicht so prickelnd, als dass man das lange auflassen kann. Ups, das klemmt. So. Nehmen wir mal unsere Spechttüte ab. Warte mal, so, hängt es noch? Das ist jetzt so eine Isoliermatte quasi, dass es warm bleibt. Mhm. Die Bienen versuchen über das ganze Jahr konstant eine Temperatur zu halten. Egal, ob es draußen 40 Grad heiß ist oder 20 Grad minus, die versuchen immer so bei 34 Grad zu sein. Eine ganz schöne Leistung für jede einzelne Biene. Und das alles, um die Königin zu schützen. Umso ärgerlicher, wenn sie dabei gestört werden. Von Spechten zum Beispiel. Die waren doch tatsächlich so frech und haben Löcher in die Beuten geschlagen. Ja, da haben wir einen Spechtschaden. Die Spechte, die lieben es, da Löcher in die Beuten reinzuhauen und versuchen natürlich auch an die Bienen zu kommen. Das ist natürlich für die Bienen nicht so toll, weil es entsteht Unruhe im Volk, ist alles ausgekühlt und die Bienen sterben dann. Ein großes Problem, gegen das aber ganz schnell eine praktische Lösung gefunden wurde. Ein Imkerkollege hatte die sensationelle Idee, dass er zu einem Baumarkt gehuscht ist und hat dort so diese großen Gartentaschen gekauft und die werden dann drüber gestülpt. Und da kann der, das raschelt, da geht der Specht dann nicht gerne ran. Der Imkerverein ist einer der ältesten in Deutschland. Sein Ziel ist es, Bienen zu erhalten und ein Bewusstsein zu schaffen, dass es ohne Bienen nicht geht. Ein Teil des Gewinns aus der Umweltlotterie geht in die Wissensvermittlung. Jeder von den Imkern hat seine eigenen Völker. Aber wir haben irgendwann gesehen, es wäre eine schöne Sache, wenn wir auch Imkerpraxistage anbieten können. Und zwar, das richtet sich dann an Neuimker, Leute, die überlegen, oh, möchte ich imkern oder traue ich es mir zu, was kommt da auf mich zu? Die haben dann hier die Möglichkeit, die können hier reinschnuppern. Dafür und für all die vielen Sachen, die Imker so im Jahr brauchen, benötigt der Verein einen Unterstand und für die typischen Winterarbeiten. Also wenn die Bienen in der Wintertraube sind, dann müssen wir an den Völkern nicht mehr viel machen, außer mal zu schauen, hat irgendwie ein Sturmschaden, irgendwie was verletzt oder ein Specht beispielsweise. Und ansonsten hat der Imker im Winter Aufgaben wie das ganze Equipment, was wir im Sommer zusätzlich brauchen, sauber zu machen, die Rähmchen auszuschmelzen. Und. Die Imker sind im Winter also ganz schön fleißig, genauso wie ihre Bienen.